Dann schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Besser gewesen. Nein! Einer schon mal. Um Gottes Willen. Bleibst du mir verbleiben? Push. Nein, nein, nein. Boah. Das hätte vielleicht schief gehen können. Aber die waren auch relativ schwer zu treffen. Na gut, wenn sie aber auch so klein sind. Aber sonst an sich, ich würde sagen, die sind auf jeden Fall schaffbar. Dann sammle ich das alles nochmal mit ein. Die wollen mal wieder nicht gelootet werden. Ich hab dich gehört. Wo bist du denn? Okay. Warum nicht? Na, na. Ich müsste hier auch mal die Waffe ziehen. Nein, jetzt. Gibt es hier noch was? Dich nehme ich auch noch mit. Am nam 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 nam. Am nam nam nam. Ja, schon besser. Mit vollem Bauch werde ich mich da schon irgendwie durchschlagen. Hallo, jemand zu Hause? Bitte. Ah, und ein paar kleine Goblins. Na, warte. Im Grunde sind wir ja wirklich eigentlich mit einem Hieb platt. Oh, immer das Gewusel, das gibt's doch nicht. Na, kommt mal her, euch kriege ich doch trotzdem hin. Na, sag ich doch. Ja, euch sehe ich auch. Ihr kommt auch noch ran. Aber erstmal hau ich schnell ab. Ja, da liegt doch noch ein Trank. Ich hab euch im Blick. Und dann kommt mal her. Ich frage mich ja schon, ob das immer so gut ist, wenn ich immer alle Waffen mitnehme, die ich so rumliegen sehe. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie mal eine Begrenzung gibt. Aber man will es ja auch nicht verschwinden lassen, dass es irgendwann vielleicht verschwindet. Meine, man kann ja auch alles immer noch zuerst machen, ne? Ja, ich erlöse dich mal von deinem Testaner. Meine Runde sammeln. Mensch, ich erschrecke mich immer so. Dann gehen wir mal noch tiefer in die Höhle. Ja, hier gibt es durchaus einige. Ich habe ein bisschen unvorbereitet hier rein, könnte schon schief gehen. Beziehungsweise wenn man davor vermöbelt wird und überfallen. Ich sammle erst noch mal das ein. Wir sehen uns gleich.
Und dann kommt ein Hühner. Ja. Das da hinten wird bestimmt ja ganz gut vom Talas sein. Na gut, man kann ihn aber auch verstehen, dass er da nicht mehr hin möchte. Die Goblins werden ihn bestimmt auch ordentlich eingeheizt haben. Den Streitkolben nehme ich noch mit und die Tränke und dann schauen wir mal, was in den Kisten ist. Jawohl, der Almanach, wie ich dachte. Den Rest nehmen wir aber auch und ich gucke auch noch mal, was hier drin ist. Wieder schön viel Erze, wo wir es eben hatten. Zack, 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 zack. Dann würde ich sagen, haben wir die Höhle ja auch schon wieder soweit abgeschlossen. Das ging erstaunlich schnell. Wobei. Ah. Oh, das kriegen wir ja auch noch hin. So, mehr dürfte es hier ja dann wirklich nicht geben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Sumpflager. Wobei, da steht ja doch noch jemand. Hat er tatsächlich auf uns gewartet? Guck mal an. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Jep, ich folge unauffällig. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Immer diese Ironie, sie ist der Hammer. So, ich bin mal schnell zu Kurkalon gegangen. Und dann würde ich sagen, was willst mal du? Gut zu. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit! Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Okay, wird gemacht. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Man kann hier doch nie widerstehen. Und natürlich wird es mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Erz regelt halt alles. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Immer noch nicht so überzeugt von. Ja, rede ich mal lieber weiter deshalb im Kreis. Ich glaube, insgeheim hat er die Eier schon verputzt oder Elixier draus gemacht. Gut, dann gehe ich jetzt noch mal schlafen. Und dann würde ich sagen, auf geht's zum Tempel. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt.
um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Hey, und damit sind wir in Kapitel 3 angekommen. Aber ganz ehrlich, dass die Anrufung so daneben geht, das war irgendwie vorherzusehen. Aber ich frage mich wegen der Vision, es sei ja doch tatsächlich so aus, als ob der Schläfer nicht gerade freundlich wäre. Was willst du? Ich bin ja da gespannt, was da der Hintergrund ist. Möge der Schläfer. Ja, bei Chorkalam gibt es nichts Neues, also würde ich mal mit Chor Angar gleich noch reden. Ja, Iberion liegt ja nun leider nur da. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Wahrscheinlich hast du recht. Gut, dann suchen wir mal wieder Talas. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er über Iberion macht. Man hat ja schon gesehen, wie Chorkalam da gegeiert hat. Boah. Und die Schadenfreude dabei, das ist doch unglaublich. So, meine Lieben. Ich musste noch mal einen kleinen Cut machen, zu dem ich gleich auch noch ein bisschen was sagen werde. Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit.
So, am Ziel bin ich jetzt schon mal angekommen. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, Ja, das denn war zu wie wirst du jetzt erwarten. müde? Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Balukur und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Ich Geh schlag mich zurück schon zum Lager, ich alleine komme durch. nach. So, und jetzt zu den Grund für meinen Cut. Ich habe mal eine Frage an euch, liebe Gothic-Community. Mit Sicherheit gibt es sehr, sehr viele von euch, die das Spiel bestimmt schon ein paar Male durchgespielt haben und die auch schon an diesem Ort hier waren. Sagt euch da zufälligerweise der Baal Lukorbock was? Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ich setze mich, nachdem ich wieder gesund bin, endlich wieder an die Aufnahme dran. Ich freue mich schon richtig, mal wieder eine Runde über Gothic und allen möglichen anderen Themen zu sprechen. Gehe in den Orkfriedhof rein, erledige nahezu fast alle Aufgaben, die es dort gibt, mit sehr vieler Flucherei. Und am Ende beschließt Baal Lukor, dass er mir einfach nicht mehr folgen möchte und dass er auch nicht mehr weiter mit mir sprechen will. Alles, was an Dialogen da stand, war Ende. Ich habe mich also im Forum erkundigt und ja, tatsächlich soll dieser Bug sehr, sehr bekannt sein. Und ich dachte ja auch schon, ach du heiliges bisschen, bei manchen hat wirklich nur ein kompletter Neustart von dem ganzen Spiel geholfen. Und ganz ehrlich, wenn das auch bei mir der Fall hätte sein müssen, ich wollte mir nicht vorstellen, wie es dann mit diesem Projekt hier weitergehen würde. Ich meine, es kam in letzter Zeit so viel zusammen. Erst war da die Sache mit meinen Zahn, dann die technischen Probleme und dann lag ich auch noch so dermaßen flach, dass ich es wirklich lange nicht mehr erlebt hatte. Und am Ende hätte ich euch schon wieder warten lassen müssen auf neue Parts. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich war kurz davor, das Projekt zu beenden, wenn ich wirklich keine andere Lösung gefunden hätte. Ja, ich habe auch im Internet nachgeschaut. Ich habe die ganzen Cheat-Befehle mit dem Marvin-Code ausprobiert, die mir empfohlen wurden. Aber es hatte wirklich nichts genutzt. Am Ende war mein Glück, hier kommt der Todeszähler erst nochmal um eins hoch, dass ich noch einen Speicherpunkt davor hatte. Und ich muss sagen, ich habe in der ganzen Höhle kein einziges Wort gesprochen. Einfach aus Angst, dass es wirklich wieder alles umsonst war, dass sich nichts daran ändert. Aber dann war ich davor und wie das Ergebnis aussieht, das werdet ihr dann in den nächsten Parts erleben. Erstmal muss ich mich dem sehr gefährlichen Orkjäger hier stellen, was ja irgendwie doch noch ganz gut geklappt hat. Ich muss mich ein bisschen heilen. Denn da vorne wartet auch schon wieder der nächste Gegner auf mich. Hoffentlich klappt es jetzt besser. Oh, gleich zwei. Aber dieses Mal weiß ich ja auch, dass man in dem Spiel bei diesen Gegnern blocken kann. Ja, das habe ich beim letzten Durchlauf bzw. beim ersten Durchlauf auch erstmal so nebenbei herausgefunden, weil ich es einfach mal ausprobiert habe. Denn ich hatte ja mal gelesen, normalerweise geht das ja nicht bei normalen Gegnern, aber diese Orks hier scheinen eine Ausnahme zu machen. Hier liegt auch schon der erste tote Templer, der nichts Gutes verheißt. Und dieses Mal benutze ich auch die Winde richtig. Ich muss da so an den Erlebnissen in der alten Mine denken. Boah. Und ich weiß immer noch nicht, ob das hier verdammt gruselig oder verdammt cool aussieht. Die Pilze sammle ich auch noch mit ein, denn ja, man braucht hier tatsächlich einiges an Heilzeug. Und da bin ich doch lieber etwas vorsichtig. Aber ich hatte mich in der Zwischenzeit auch mal erkundigt und ich weiß jetzt endlich, wie man springen kann. Man muss nämlich Alt und W klicken,
Wenn ich aber auch gemerkt, es schadet nichts, wenn man das in der Höhle kann. Auch wenn ich jetzt gerade erstmal, warum auch immer, wieder rausgehe. Bestimmt liegt es nicht daran, dass ich meine Orientierung verloren habe. Wenn man hier und da das Springen beherrscht, das ist hier und da doch ganz schön nützlich. Erstmal plätte ich noch den Ork hier, einen Speer in dem Fall, und sammle das Schwert ein. Und ich denke mir immer so, die Armen, die da eingesperrt und eigentlich verrottet sind, man kann es nicht anders sagen. Also ich möchte mir wirklich nicht vorstellen, was die alles erlebt haben müssen. Oh. Kämpft da jemand? Ein Orkspeer? Oh. Ja, der nächste Tote. Da war ein Schalter, man kann ja nie widerstehen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht immer mitbekommen, was der nun aktiviert hat. Die Mumien kann man leider auch nicht looten. Und ich glaube, einmal Heilung schadet auch nichts. Hier sind auch schon die nächsten. Kommt mal her. Kommt mal her. Oh. Da war es soweit. Drei Stück waren dann doch ein paar zu viele. Ich habe da gelernt, dass es hier wirklich vom Vorteil ist, wenn man alle, soweit es geht, einzeln vorholt. Denn so eine ganze Horde, da überlebt man wirklich nicht lange. Und ich finde die Dinger so verdammt gruselig. Da bin ich ja dann auch gespannt. Ich weiß ja mittlerweile auch, dass ein Remake von Gothic geplant ist. Und da frage ich mich ja schon, wie die Viecher aussehen werden. Denn ja, man hat ja schon ein paar Trailer mittlerweile sehen können. Und alleine, was die aus der alten Mine gemacht haben, finde ich schon sehr, sehr, sehr krass. Ich glaube durchaus, da gibt es einige gruselige Momente mehr. Aber auch, dass ich das Remake auch, wenn es soweit ist, auf jeden Fall zocken werde. Aber bis dahin wartet ja auch noch Gothic 2 und 3 auf mich. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Denn ich bin ehrlich, ich habe mit Gothic auch ein bisschen Blut geleckt. Aber das ist ja auch kein großes Geheimnis mehr, das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Aber ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es macht so einen Spaß, das Spiel, das ist unglaublich. Ich meine, auch allein dieser Sarkasmus und dieser schwarze Humor immer wieder. Aber wie viele Lachanfälle ich diesbezüglich auch bei anderen Animes erlebt habe, das kann man echt niemandem erzählen. Aber hier ist auch erstmal Balukor. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Ich gehe erstmal das andere durch. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koranga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als Muffen. Und sehe, da hinten läuft was. Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegt. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich habe mich dann entschieden, erstmal den Ork platt zu machen. Man weiß ja nie.
Nein, ich will den Mal auch nicht angreifen. Nur ein bisschen für eigene Erleuchtung sorgen. Nachdem ich nochmal geschaut habe. Jetzt habe ich mich vor meiner eigenen Aufnahme erschrocken. Aber na gut, dann habe ich das erledigt. Und hoffe mal, dass ich jetzt nochmal in Ruhe mit dem Wal reden kann. Natürlich erst nachdem ich alles noch gelootet habe. Ich da hinten auch noch und die paar Kräuter. Und dann schauen wir mal. Koangar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Aber wie es hier dann weitergeht, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und werft auch sehr gerne einen Blick in meine anderen Projekte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.